Hi, heute zeige ich euch meine griechisch angehauchten Kachelfleischburger. Schaut sie euch an, sehen die nicht großartig aus, duften hervorragend. Und wie ihr die macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen griechisch angehauchten Kachelfleischburger brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier ist Kachelfleisch, habe ich bei Yourbeef bestellt. Link zum Fleisch findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Kachelfleisch ist ein Cut hinten aus dem hinteren Teil vom Schwein, um den Schlossknochen drumherum. Und werde ich gleich auspacken, werdet ihr sehen, ist super durchwachsen, lässt sich daher perfekt direkt grillen und eignet sich auch hervorragend für einen Burger. Und den möchte ich, wie gesagt, griechisch angehaucht haben. Das bedeutet, ich habe hier Feta-Käse, dann habe ich hier ein bisschen Tzatziki, etwas Krautsalat, dann habe ich hier eine rote Zwiebel, die werden wir gleich zusammen mit Sumak und ein wenig Zitronensaft marinieren und das Fleisch wird gewürzt mit Gyros Impressions und kommt dann später eben in die Buns. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen werden und da würde ich mal sagen, wir legen los. Los geht es mit einem recht einfachen Schritt und zwar habe ich jetzt hier eine Schüssel und da hinein gebe ich Krautsalat, den könnt ihr ja so fertig kaufen. Wichtig ist, dass ihr ihn abtropfen lasst, dass da also jetzt nicht diese ganze Sapsche mit dabei ist und zu dem Krautsalat gebe ich Tzatziki. Wie man Tzatziki selber macht, habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Es geht jetzt hier darum, dass wir quasi einen mit Tzatziki vermischten Krautsalat herstellen, den wir dann später als Topping auf den Burger draufgeben können. Das heißt also jetzt den Krautsalat mit dem Tzatziki verrühren. Und damit da noch ein bisschen mehr Power dran ist, gebe ich etwas von Gyros Impression mit dran. Ist ein hervorragendes Gyros-Gewürz. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Passt für eigentlich alles, was irgendwie die griechische Küche so hergibt. Ist eine richtig geile Nummer. Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ist gar nicht von mir, ist von Royal Spice, aber wirklich geil. So, damit ist der Krautsalat bzw. das Kraut-Tzatziki-Topping für den Burger schon fertig. Stelle ich beiseite und weiter geht's mit den Zwiebeln. Ich habe hier eine wundervolle rote Zwiebel, die schneiden wir jetzt gerade eben auf. Und wenn dann die Schale weg ist, schneiden wir sie in ganz feine Scheibchen. So, wenn die Zwiebel in feine Scheiben geschnitten ist, kommt die in eine Schüssel. Denn darin werden wir sie jetzt gleich marinieren. Als nächstes schnappe ich mir die Zitrone. Und davon brauchen wir jetzt Saft. Und den geben wir über die Zwiebeln drüber. Damit wird die Zwiebel jetzt mariniert. Und das ist eine wirklich super Geschichte, kann ich euch sagen. Also ich empfehle euch sehr, das passt also zu allen griechischen Sachen, zu allen türkischen Sachen. Das ist eine Geschmacksexplosion. Zwiebeln mariniert mit Zitronensaft und Sumak. Sumak ist quasi, das kriegt ihr beim türkischen Supermarkt, das ist die Essigbaumfrucht, hat also eine leicht säuerliche Note und passt super geil zu den Zwiebeln. Die andere Hälfte der Zitrone, die heben wir uns auf, die geben wir später, den Saft geben wir später über das fertig gegrillte Fleisch drüber. Wer gerne beim Griechen essen geht, weiß, da gibt es immer zum Gyros und zum gegrillten Fleisch gibt es immer eine Zitrone mit dazu, die man sich da so drüber träufeln kann. Und ja, das werden wir also später dann auch machen. So, jetzt habe ich also hier die Zwiebeln. Da kommt jetzt von dem Sumak drüber. Ich denke, ein Teelöffel reicht da vollkommen aus. Dann wird das Ganze verrührt, dass der Zitronensaft auch überall hinkommt. Und natürlich auch das Sumak. Und dann lassen wir das jetzt einfach stehen in der Zeit, wo auch das Fleisch mariniert. Ihr merkt schon, bei diesem Burger muss sehr viel mariniert werden. Aber glaubt mir, je mehr Zeit ihr da in die Marinade steckt, umso geiler wird das Geschmackserlebnis am Ende. So, Zwiebeln sind fertig vorbereitet, auch die kommen beiseite. So, hier liegt jetzt also das ausgebreitete Kachelfleisch. Kachelfleisch oder auch Fledermaussteak genannt. Wie gesagt, wird halt aus dem hinteren Teil des Schweines gelöst, um den Schlossknochen drumherum. Und ja, sieht halt relativ zerfleddert aus, deswegen halt auch dieser Fledermausbegriff. Das werden wir jetzt würzen und zwar mit dem Gyros Impression. Und werden es dann für gute anderthalb Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Das heißt also jetzt gerade beide Seiten von dem Fleisch mit der Gewürzmischung behandeln. Wir brauchen da gar kein Öl oder dergleichen. Wir marinieren das quasi komplett trocken. Auch wieder andrücken. Und dann wandert das in eine Tupperschale oder was auch immer, wo ihr es halt dementsprechend dann drin marinieren könnt. Einfach gerade immer schön übereinander legen.
Das geht jetzt in den Kühlschrank und dann sehen wir uns gleich wieder. So, 1,5 Stunden sind rum. In der Zwischenzeit habe ich noch ein anderes Video für euch produziert. Aber wenn ihr den Topf aufmacht, ihr riecht auf jeden Fall, dass da eine griechische Sache auf euch zukommt. Wie ihr seht, die Gewürzmischung ist richtig schön ans Fleisch drangezogen. Keine Flüssigkeit unten in der Schale drin oder sonst irgendwas. Das Fleisch ist also jetzt schön mariniert. Ebenso die Zwiebeln sowie auch unsere Tzatziki-Krautsalatmischung. Dann habe ich hier den Feta-Käse, die Zitrone, die Burgerbrötchen. Und dann würde ich mal sagen, ab an den vorgeheizten Grill, Kachelfleisch grillen. So, meinen Holzkohlegrill habe ich mir für direkte und indirekte Hitze eingerichtet. Das bedeutet, die Kohlekörbe stehen hier. Hier ist auch ordentlich Hitze am Start. Und hier haben wir den indirekten Bereich, wo wir dann das Kachelfleisch noch zum Garziehen hinlegen können. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, den Grillrost mit dem Kachelfleisch zu belegen. Und es jetzt richtig schön scharf anzugrillen, dass wir das schöne Röstaromen dran kriegen. Sieht gut aus, also erstmal kurz angrillen. So, knapp 1,5 Minuten später geht eine Menge ab im Grill. Wie ihr sehen könnt, das Kachelfleisch ist auf jeden Fall gut angegrillt. Das ist super. Es ist ja auch relativ dünn. Ne? Also mal beim Kachelfleisch ist es halt so, es ist halt sehr durchwachsen, von daher richtig trocken kriegt man es nicht. Von daher könnte er da ganz entspannt sein. Aber wir lassen es jetzt noch 1 Minute von der anderen Seite angrillen. Wichtig ist auch, ihr merkt gerade, wenn ich es umgedreht habe, wenn es auf dem Gussrost zu liegen kommt, bleibt es erstmal so liegen. Weil es löst sich nämlich nicht. Es löst sich dann, wenn es bereit ist, gedreht zu werden, wenn es eine Kruste gebildet hat. Also, jetzt nochmal eine gute Minute von der anderen Seite. Bei diesen dünnen Kachelfleischstücken geht das wirklich ruckzuck. So, das soll uns auch schon reichen. Ich lege das Fleisch jetzt noch ganz kurz hier drüben in den indirekten Bereich. Ruhig auch übereinander. Letzten Endes werden wir da gleich 2 wunderschöne Kachelfleischburger mit belegen können. Das ist ein gutes Stichwort. Ich will jetzt das Brot noch kurz antoasten. Wobei wir das hier dann nur außen hinlegen, nicht direkt über die Glut, weil sonst wäre es ruckzuck verbrannt. So, gucken wir mal nach dem Brot. Ah, das sieht hervorragend aus. Das kann runter. Perfekt. Und das Fleisch kommt ebenfalls vom Grill. Dann baue ich jetzt mal den Kachelfleischburger zusammen. Wenn das so dünne Streifen sind wie die hier, dann braucht er damit Kerntemperatur gar nicht erst kommen. Wirklich scharf angrillen von beiden Seiten, maximal 2 Minuten. Kurz beiseite legen, ruhen lassen. Dann einfach jetzt, hier habe ich sie auf dem Brett jetzt auch noch kurz liegen lassen. Dann sind die garantiert durchgezogen. Gut, wir starten also mit den Unterseiten der Buns. Da gebe ich jetzt etwas von dem Krautsalat mit dem Tzatziki drauf. Das ist richtig schön durchgezogen. So, wenn dann unten also dann diese Creme sozusagen drauf ist, können wir jetzt das Kachelfleisch auflegen. Oh, das sieht hervorragend aus. Und dann habe ich hier meine Sumak-Zwiebeln, beziehungsweise meine mit Zitronensaft marinierten Zwiebeln. Die kommen jetzt hier oben drüber. Von mir aus auch also wirklich recht großzügig, weil ich kann euch sagen, der Geschmack davon, der ist einfach nur Bombe. So, dann brauche ich jetzt ein Stück Feta-Käse. Das wird da drüber gebröselt. Da empfiehlt es sich dann beim Essen auf jeden Fall einen Teller drunter zu haben. Und zu guter Letzt dann eben noch der Zitronensaft. Einfach nur so ein ganz klein bisschen oben drüber machen. Wir haben ja schon den Zitronensaft aus den Zwiebeln, aber glaubt mir, Kombination aus griechischen Gewürzen und Zitronensaft passt hervorragend. So, und dann bleibt nur noch der Deckel drauf. Und dann kann das Ganze jetzt probiert werden. Großartig. Hier ist also der griechisch angehauchte Kachelfleischburger und jetzt beißen wir mal rein. Also Leute, richtig geil. Wir haben das saftige Fleisch, wir haben natürlich diesen Krautsalat mit dem Tzatziki, der macht das Ganze noch saftiger. Und dann diese Säure von den Zwiebeln obendrauf, zusammen dann eben noch mit dem Feta-Käse. Eine richtig runde Geschichte. Wobei ich aber sagen muss, das lässt sich so als Burger hervorragend essen, das ist gar nicht das Ding. Man könnte das Brot aber tatsächlich weglassen, das Ganze auf den Teller packen. Kachelfleisch, griechisch mariniert, zusammen mit diesen eingelegten Zwiebeln und dem Krautsalat mit dem Tzatziki nebendran. Leute, das wäre tatsächlich meine Empfehlung. Macht das als Burger, geht es super, aber auf dem Teller, ohne das Brot, seid ihr einfach ja, fast Low Carb unterwegs sozusagen.
Mega lecker, richtig geil. Den Link zum Fleisch, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Macht das auf jeden Fall mal nach, ob mit Brot oder ohne Brot, ist gerade egal. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich über den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, da unten habt ihr auf kostenfreier Ehrengrillerbasis die Möglichkeit, das gerne nachzuholen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hiervon ein Foto schon gesehen. Und ja, schaut einfach gerne mal Instagram vorbei, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen, ob mit oder ohne Brot. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.